Es ist ihre erste offizielle Staatsreise. Amalia der Niederlande wirkt seit langer Zeit endlich wieder unbeschwert. Die Kronprinzessin ist derzeit mit ihren Eltern, König Willem Alexander und Königin Maxima, unterwegs und besucht dabei verschiedene Inseln. Am 11. Tag ihres zweiwöchigen Besuchs landet die Königsfamilie auf den niederländischen Karibikinseln in St. Martin. Der König, die Königin und die Kronprinzessin wurden dabei mit Blumensträußen vom Gouverneur von St. Martin, Ayamu Bali, und von Premierministerin Silviera Jacobs am Princess Juliana International Airport empfangen. Im September 2017 wurde diese Gegend durch den schweren Hurricane Irma verwüstet. Die EinwohnerInnen haben über die letzten Jahre nicht nur ihr Land wieder aufgebaut, sondern auch neue Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um im Notfall vorbereitet zu sein. Um eine genauere Vorstellung hiervon zu bekommen, nehmen König Willem Alexander, Königin Maxima und Kronprinzessin Amalia an einer Katastrophenübung bei ihrem Besuch des Notfall- und Katastrophenschutzdienstes teil. Dabei scheut Amalia der Niederlande nicht davor zurück, auch selbst anzupacken und die RetterInnen zu unterstützen. Behutsam schneidet sie dabei die Jogginghose des Verwundeten auf und legt ihm eine Bandage an. Ihrem Strahl nach ist der verletzte Mann bald wieder auf den Beinen.